Das heutige Replay zeigt Ion 2 in seinem WZ111 und dadurch, dass ich den WZ111 damals auch sehr gern gespielt habe, der hier vorne leider an der Frontplatte ein bisschen sehr anfällig ist, aber ansonsten ein sehr schöner Allrounder, dachte mir, ja, den kann ich doch auch mal wieder zeigen. Hier in dem Fall 9er, 8er, 7er Matchmaking und er ist hier in der angreifenden Position. Also, von dem her, sollte da doch was drin sein. Stats schauen schön aus. Unterm Strich, netto, gab es am Ende der Runde 159.000 Credits. Also da, glaube ich, kann man sagen, dementsprechend was los. So, die Steine sind kein Problem, da fahrt er einfach drüber hinaus. Alles klar. Und jetzt schauen wir mal, wie er hier zum Zuge kommt. Und da ist schon ein IS-3, schon ernst zu nehmen, der Gegner. Ah, Auto-Aim hat er probiert, beziehungsweise in dem Fall auf das hintere Kettenrad. Ohne Auto-Aim, aber war natürlich offen. Jetzt aber, komm. Ja, schöner Treffer. Es wird hier ein bisschen mit dem Panther gekuschelt, aber ist auch kein Thema. Da der T-43 und der WZ, der hat halt einfach einen sehr ordentlichen Alpha-Schaden. Ja, das sieht man da auf jeden Fall sofort wieder. So, der T-43 probiert es nochmal und kriegt die zweite 400er Schelle. Zwei Treffer, fast 900 Schaden. Also man sieht, WZ, not bad. Auch der IS-3 muss leiden. Und jetzt ist er schon direkt raus. Super Pershing müsste ein bisschen vorwärts fahren. Komm, noch ein ganz kleines Stück. Ah, schade, schade. Und jetzt vielleicht mal ein bisschen Richtung Stadt rein. Aber in die Stadt traut er sich noch nicht. Er fährt jetzt außenrum weiter. T69 ist natürlich auch ein harter Brocken am Ende des Tages. Oh, T30. Hat sich da interessant eingeparkt. Ja, und da ist er natürlich irgendwann zerstört. Also unglaublich kuriose Position. Ob die so gewollt war, wage ich mal zu bezweifeln. Und jetzt kommt da wohl der schlimmste Gegner, den er hier im Gefecht hat. Ein T95. Das ist einfach ein Monster. Ja, das schafft er jetzt natürlich so nicht so easy. Er bleibt auch auf normal, schießt nicht Premium. Das ehrt ihn stark. Und jetzt seitlich, ja, oben Kommandantenkuppel. Komm schon. Nee, leider nein, leider nein. Leider nein, leider gar nicht. So, T69. Macht nur einen Schuss, drückt er nicht sein Magazin erstmal durch. zu 7. Also T95 habe ich heiden Respekt davor. Jetzt hat er geschossen, jetzt kann er natürlich... Na, ja, ja, ja. Oh. So, jetzt weiß der T69 natürlich, er hat geschossen. Kettet ihn da jetzt. Prallt nochmal ab. Ja,
Ach, gibt's doch nicht. Jetzt mach ihn doch weg. Oh, was kommt denn da? Ein Waffenträger. Na gut, der ist natürlich schnell weg, weil leichte Beute. Nee, da sieht man nach wie vor, der T-95 ist einfach ein Monster. Ich gib's zu, ich hätte schon lang Premium geladen. So, jetzt vielleicht mal umfahren. Das ist eine sinnvolle Taktik, gerade weil der WZ eigentlich sehr mobil ist. Hat er definitiv Vorteile und das mit einem schweren Panzer. So, jetzt, ja, da hat er ihn schön ins Heck und da macht er ihn jetzt ganz entspannt weg. Genau richtig so. Aber mir fehlt noch ein bisschen der Damage, den ich hier so sehe. Also da müsste noch was kommen. Ja, da ist einer. 2600 und da passiert noch was. Ich sag euch, da passiert noch einiges. Deine Arti, der bremst da ab, fahrt zurück und sagt, Hallöchen, Popöchen. Lange Einzielzeit, aber wenn er die Zeit bekommt wie hier, dann macht er den Schaden halt. Und das ist das Schöne bei dem Panzer, den man halt eigentlich eher als Brawler spielt. Also eher so schon ein bisschen in Fight mit dem Alpha spielen. Und da hat er seine Vorteile. Und das als Medium, als Premium definitiv sehr stimmig. Nee, auf den kommt er nicht. Jetzt fährt er wohl auf den Patton KR drauf, so wie es aussieht. Ja. Und da zündet er ihn an und da bekommt er jetzt den Schaden, den ich erwartet habe. So ist jetzt im Reload der Patton. Guckt er noch nicht wirklich drauf. Ja, dann macht er halt nochmal einen, aber kettet ihn leider nur. Jetzt hat der Patton geschossen. Mittlerweile führt sein Team auch mal 11 zu 10. Naja, und da klappt es auch mit dem Damage-Nachbarn. So, jetzt hat er. Ja, gut. Jonawantala. Hat er gesagt. Was so viel heißt, wie es war ein sehr angenehmes Gefecht. Vielen Dank, dass du mitgespielt hast, aber ich habe dich leider zerstört. So. Und auch hier, Skoda bekommt da einfach mal sein Fett weg. Den Alpha-Schaden verrate ich noch nicht, aber ich kann sagen, am Ende hat er 2000 Schaden unterstützt, hat 1880 geblockt und reichlich gemacht. Ja, dementsprechend gab es da halt einfach wirklich viele Credits raus. Und man hat, glaube ich, man sieht sehr gut, was den Panzer ausmacht und was ihn auch stark macht. Also, als schwerer Premium-Panzer einfach eine tolle Mobilität. So, und hier holt er seinen Krieger ab. Sehr schön. Jetzt kann er auch gut seine Frontplatte verstecken. Aber mit Premium, was der FV da schießt, wird es auch dann schwierig. So. Kriegt dann nochmal einen Hit leider. Jetzt hat er aber alle Zeit der Welt. Auto-Aim hat er drin. Hat aber nochmal umgeaimt. So, diesmal prallt er mit Premium ab. Richtig so. Und kriegt nochmal eine Schelle. Er braucht es nicht. Er hat Premium nicht nötig. Geht auch einfach so. Zack. Jetzt wird hier an dem Wrack gekuschelt. Und nochmal ein. Und er lässt ein HP stehen. Zu ärgerlich. Also, aber jetzt kam auf den Schaden, den ich erwartet habe. 6276 am Schluss. Ging es nochmal gut hinten hinaus. Tolle Runde. WZ111. Ein feiner Panzer. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.